Wir verleihen heute noch das Kulturprozent von Nose Noise verleihen. Und das ist auch eine spezielle Geschichte. Der Kanton Aargau hat ja offiziell ein Kulturprozent, das er nie ausschöpft. Es ist immer nur 0,5 bis 0,7 ungefähr. Wir schöpfen es sehr explizit ausschöpfen. Es ist eben meistens mehr als ein Prozent von meinen Einnahmen, was ich wirklich ausgebe. Es gibt einfach mindestens einen Mindestbetrag. Es sind ja auch wieder etwa 3% wahrscheinlich da, aber wir geben das gleich gerne raus. Und dieses Jahr ist der Gewinner ist der Hannes Leo Meyer, der für Szenart kommt. Szenart, die uns in Aarau seit 6-7 Jahren mit Theaterarbeiten beglückt, wo auch eigentlich viel mit Natur, mit Rausgehen zu tun hat, wo in der Stadt innen stattfindet, in den Räumen, die gegeben sind. Er ist nicht ein klassischer Theatermann, der im Theaterraum arbeitet. Machst du zum Teil zwar auch, aber geht da dort her, geht in die Strassen raus, geht arbeiten mit den Leuten. Und das Bekannte ist noch, dass ihm jetzt dieses Jahr leider vom Kanton eben aus dem Prozent nichts mehr zugesprochen wurde. Darum haben wir gefunden, wir müssen in die Lücke kumpeln und geben dem das Kulturprozent. Hannes, darf ich dich zu mir bitten? Das ist das Diplom und der Preis drin. Herzlichen Dank, König. Wir fühlen uns königlich geehrt. Ich sage mehr, weil Szenart bin nicht nur ich. Ich habe Szenart gegründet und über 6 Jahre mit verschiedensten Leuten. Wir sind quasi wie eine Kerngruppe, die sich nach den verschiedensten Ringen herum andocken, je nach Projekt. Wir haben jetzt am Donnerstag Derniere von Geschichten aus der Altstadt. Das ist ein Projekt, das über 6 Jahre gewachsen ist, wo immer Jungregisseurinnen inszenieren und Profis wie Nicht-Profis schreiben und Profis wie Nicht-Profis auch lesen und spielen. Und da ist die Altstadt eigentlich immer der Spielraum, also die Welt ist die Bühne. Und die anderen beiden Arbeiten waren zwei Stücke, die auch junge Regisseurinnen gemacht haben. Die eine ist im Boiler rausgekommen und die andere in der Kettenbruch. Das sind die zwei wichtigsten Clubs in der Stadt. Und die Aufgabe war für die jungen Regisseurinnen, machen das Stück angelehnt am Rojek sein Sabava. Das sind drei Männer, die miteinander Sabava feiern oder Sabava. Das heisst Spass, Party. Und die kommen in einen Raum rein und sie wissen nicht genau, ist die Party schon durch oder kommt sie noch. Und das war die Anlage für eine Frauengruppe. Also, wir haben gesagt, es dürfen nur Frauen zusammenarbeiten. Und für eine Männergruppe dürfen nur die Böcke zusammenarbeiten. Was passiert, wenn ihr an einen Ort herkommt und denkt, ist die Party schon durch oder kommt sie noch? Es sind zwei total verschiedene Stücke entstanden. Zwei total schöne Arbeiten, die dann so quasi in diesen Clubs gespielt worden sind. Und noch vorher, das ist jetzt alles in diesem halben Jahr passiert, neben dem, dass wir müssen schauen, dass wir im Kollaps nicht erliegen. Wir waren tatsächlich ruiniert gewesen. Wir waren Konkurs gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes. Haben wir den Wohltäter gemacht. Das war ein Stationentheater gewesen, durch Aarau durch. Das kann man im Augenblick erstaunlicherweise ganz schön aufgenommen von ALF. Das ist das regionalste Regionalfernsehen, das es glaube ich, gibt. Auf ALF anschauen. Man kann, wenn man ALF selber nicht hat auf dem Fernsehen, kann man im Internet ALF-TV reingehen. Und ich bin eigentlich recht glücklich über den Transport. Das hat tatsächlich einmal funktioniert, dass man Theater aufnimmt mit Film. Und die haben eine ganz schöne Arbeit gemacht und wirklich so den Esprit von dem Teil mitbekommen. Und ich finde es super, also die königliche Intervention, die da ja auf ganz vielen Basis stattfindet, dass in dem Moment wir dürfen sagen, wir haben das Kulturprozent von Nose Land überreicht. Von Nose Noise. Von Nose Noise. Das ist privat. Ja, das ist ja verdammt verzeiht. Und Bruno, herzlichen Dank, es tut uns gut, ich bringe es zurück und wir freuen uns. Nochmals. Wir sehen uns jetzt auch. Ja, ja. Und dann gibt es noch den grossen Kunstpreis von Nose Land. Benjamin Matzek hat mal zu mir gesagt, was du hier machst mit diesen Ausstellungen. Das ist eigentlich die Umkehrung von Duchamp. Der Duchamp nimmt eine Schiessenschüssel, stellt sein Kunst aus und sagt, das ist Kunst. Und ich nehme Künstler, die bringen Kunst und wir sagen, nein, das ist nicht Kunst, das sind Schallkästen. Oder? Und der Christian Balke hat einen Widmung an Duchamp gemacht. Christian Balke begleitet mich schon 25 Jahre. Minimum. Ist in erster Stunde in Nose Land dabei gewesen, macht bei jeder Ausstellung mit, bringt immer wieder überraschende Sachen. Wir haben zusammen
schon auch Einzelausstellungen oder Teamausstellungen bestritten, mache immer wieder Sachen zusammen. Er hat über die Jahre hinweg sehr unterschiedliche Bereiche berührt in der Kunst und Kultur. Beschäftigt sich einerseits auch immer wieder mit Dokumentation. Er ist immer da zum Föteln und Machen und irgendwo hintun ins Internet. Ist aber auch immer wieder sehr aktiv, selber tätig, macht Vertonungen, macht Installationen, was es gerade braucht, je nachdem. Und für das Werk wollen wir ihm unseren Kunstpreis von Ausländerbereichen im Wert von 1'000 Franken. Nein, nein. Mama. Ja, bin ja heute Preis. Preis. Ja. Ist doch gut so. Hey, danke vielmals. Danke vielmals. Ich bin gerührt, ich bin überrascht, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es extra ein bisschen zurückgehalten. Hey, ich freue mich enorm, weil gerade gestern haben wir eine riesige Debatte, ein Gespräch gehabt. Wir wollen, Barbara und ich, ein kleines Jahr nach Indien. Und wir wollen da einfach Geld zusammen, gerade so ein Projekt erfinden, dass wir uns dort können, Seidenstrasse, Seifenseiderei, und mit dem das noch etwas finanzieren, auch unser Wohnraum wird 2-3 Monate frei sein. Hast du gehört, Barbara? 2-3 Monate frei sein, wo wir auch verschachern wollen. Und jetzt der Tausiger, das gibt Reis. Unterwegs sein. Merci beaucoup.